kurz, wer heute überhaupt dabei ist von unserer Seite. Mein Name ist Anne Wegmann, ich bin die Product Ownerin von Open Transport Data Suisse, der Open Data Plattform Mobilität Schweiz. Dann werden die Hauptteile heute von Matthias Günther und von Martin Grieser bestritten. Matthias Günther ist Business Analyst bei SKI Plus, also bei unseren ganzen Themen von der Open Data Plattform und OGP. Und Martin Grieser ist Business Analyst bei NDX, das steht für normierter Datenaustausch. Und Christine Matt habt ihr ebenfalls schon gehört. Sie ist zuständig für das Community Building bei uns und wird dann insbesondere auch die Slido-Themen nachher vorstellen noch und ebenfalls auch den Chat im Blick haben, zusammen mit uns anderen auch. Dann, worum geht es heute? Es wird einen Einblick geben, zuerst allgemein Ereignisinformationen in der Kundeninformation, dann zum Branchenstandard der Kundeninformation wird es einen Input geben und dann noch etwas vertieft dann zu Series 6 VDV 736 und den GTFS Real-Time Service Alerts. Da wird es auch noch ein Update geben. Dann ein Einblick, was SKI, das steht für Systemführerschaft Kundeninformation, was wir da überhaupt anbieten, was gibt es dort. Und dann noch ein kurzer Ausblick, was in den nächsten Wochen und Monaten geplant ist. Und dann, wie gesagt, auch natürlich eure Inputs, eure Fragen, die wir sehr gerne auch hier besprechen, diesem Meetup. Dann übergebe ich direkt schon an Matthias. Macht, glaube ich, den Anfang. Ja. Wir haben das Ganze als Meetup-Störungsinformation angekündigt. Diskussionen haben dann aber gezeigt, dass wir jetzt doch lieber von Ereignisinformation reden. Der Hauptgrund ist, dass die meisten Sachen tatsächlich ja nicht Störungen sind, die ganz völlig unverhofft passieren, sondern doch geplant sind. Und da in ein paar Jahren auch mal dabei. Ja. So. Mach ich meine Aus- Ja, da haben wir beschlossen, dass es doch lieber Ereignisinformation heißen soll, was wir jetzt hier heute machen. Die Mehrheit ist nämlich geplant oder zumindest also mehr oder weniger kurzfristig. Und von dem her ist Ereignisinformation der Begriff, den wir jetzt vermehrt verwenden werden. Nächste Folie. Die Problematik, die gelöst werden muss, ist, dass es eine konsistente Ereignis-Austauschplattform geben muss, wo solche Informationen übermittelt werden kann, sodass namentlich manuelle Erfassungen und Mehrfachpflege reduziert werden können. Früher musste praktisch jede solche Information in beliebig viele Systeme eingepflegt werden. Es wird auch in Zukunft, je nachdem, da so sein, dass gerade kleinere Transportunternehmen das immer noch manuell pflegen, aber dann eben nur noch einmal. Je besser die Information ist, desto höher ist auch die Kundenzufriedenheit. Wenn schon Störungen auftreten und Ereignisse, dann möchte man ja wenigstens auch gut darüber informiert sein und dann auch alternative Routen vorgeschlagen erhalten haben. Und auch das BAV und die Branche möchte gerne eine einheitliche Lösung. Und an dem hat man jetzt zu arbeiten begonnen, beziehungsweise man hat schon lange daran gearbeitet. Wenn wir auf der nächsten Folie sehen wir der Aufbau von Sachen von unten nach oben, die Sachen, die schon gemacht sind oder die sehr als Basis dienen. Wir müssen ja mit Stammdaten beginnen. Nächstes Level sind dann die Fahrplandaten, die geplanten, dann die Echtzeit, wo die Fahrten, Verspätungen und so drauf sind und dann noch wirklich die Störungsinformationen, wobei natürlich die Störungsinformationen auch die Echtzeitdaten beeinflussen können. Unten sind die relevanten Fragen, die einzelnen Systemebenen behandeln. Alle diese Teile sind inzwischen aufgebaut und eigentlich schon in Betrieb. Da kommen wir dann mit der übernächsten Folie dazu. Es ist auch dargestellt, wo
die Verantwortlichkeiten liegen. Wir haben wie bei anderen Systemen auch bei den Ereignissen eine Datendrehscheibe Ebene und eben es wird auch alles bei der Systemführerschaft Kundeninformation verarbeitet. Nächste Folie. Was vielleicht wichtig ist, ist, was wir im Moment machen mit VTV 736, das wir jetzt dann nachher behandeln werden, gerade mit Martin und mit GTFS Real-Time Service Alerts, ist, dass wir vermehrt wirklich Informationen für die Kunden herausgeben. Also es sind textuelle Informationen, die angezeigt werden, wo der Kunde dann rausfindet, was er damit machen muss. Bei den Standards, gerade bei Serie Essex, wäre es auch möglich, dass wir Informationen an Maschinen rausgeben. Also dass wir über die, das ist ein Element, das heißt Consequences, dass wir dort beschreiben würden, wie ein Trip Planner oder ein anderes System darauf reagieren muss. Dort sind wir noch nicht so weit und das ist ja auch heute nicht Teil von VDV 736. Aber da... Das ist dann im Ausblick. Also das, was jetzt heute passiert, ist primär textuelle Information an die Kunden. Dann nächste Folie. Und wie ich erwähnt habe, es gibt schon bereits 160 Geschäftsorganisationen, liefern Ereignisinformationen ein und wir sie aus dann darüber. Und die Liste findet ihr auf diesem Link, die Folien habt ihr ja bereits erhalten und dort findet ihr alle Geschäftsorganisationen, die einliefern und die damit verfügbar sind. Dann übergebe ich an Martin. Jawohl, Matthias, danke dir vielmals für die kurze Einleitung und dann darf ich auch weitermachen. Heute als Vertreter für den Roger Kneubühl, der sich im Urlaub befindet. Ich gönne ihm natürlich und versuche, seine Inhalte möglichst präzise rüberzubringen. Wenn ich vielleicht die ein oder andere Frage nicht direkt beantworten kann, sei es mir verziehen. Aber mit Matthias und Anne habe ich sicherlich mehr als kompetente Kollegen und Kolleginnen im Call, die mir dann da aushelfen können. Und sonst nehmen wir einfach die Inhalte mit und werden sie nachreichen. Jawohl. Und damit würde ich sagen, starten wir direkt in das erste Thema, Branchenstandard Kundeninformation. Zu unserem letzten Call in dem Bereich hat sich hier nicht wirklich viel getan, außer der Name. Viele von euch, von Ihnen, kennen es vielleicht noch unter V580. Was sich nicht geändert hat, ist, wo die Informationen bzw. die Dokumente zu finden sind. Die sind immer noch unter övinfo.ch. abgelegt. Hier haben wir hier unser wunderschönes Übergangsdokument und auch die Anhänge, Ereignistexte und On-Demand-Bedürfnisse. Der Link ist hier im Slide-Deck auch nochmal direkt mit integriert. Also sollte leicht für alle zu finden sein. Was im Branchenstandard Kundeninformationen zu finden ist, sind eigentlich Vorgaben zu den zu verwendeten Textbausteinen und auch eine Einteilung der Informationen in Meldungselemente, wie wir es hier jetzt sehen, in die 8 Hauptmeldungselemente, Titel, Grund, Dauer, Information, Auswirkung, Empfehlung, Bemerkung und noch ein weiterführender Link zu Zusatzinformationen. Neben diese Einteilung in Textbausteine und den Inhalt der Textbausteine hat die Brancheninformation, Kundeninformation sich auch Gedanken darüber gemacht, wie man mit Ereignisfällen umgehen kann und hat Ereignisfälle in 6 Kategorien hier eingeteilt, wie sie für den Kunden auftreten können. Also es geht hier wirklich um die Sicht vom Kunden und nicht um irgendwelche Betriebsfälle von Disponenten oder Leitstellenmitarbeitern, sondern der Fokus liegt hier wirklich auf dem Kunden. Und diese Ereignisfälle, wie sie hier aufgeführt sind, werden einfach in diesem Standard als Basis für die Meldungselemente, also direkt im Titel mitverwendet. Und alle Meldungselemente bauen auch auf diesen Ereignisfällen auf. Und Ziel von dieser, ich sage mal, Kategorisierung in Ereignisfälle soll sein, dass ein Kunde, wenn er zum ersten Mal auf die Informationen schaut, direkt weiß, okay, die ist relevant für mich.
Das könnte für mich Folgen haben und sich dann auch weiter mit der Information und allen Details dazu beschäftigt. Also man möchte damit erreichen, dass der Kunde sich schnellstmöglich wiederfindet und weiß, ob er davon betroffen ist und damit halt auch langfristig die Handlungsfähigkeit vom Kunden möglichst hochhalten. Das wäre es schon gewesen zum ersten Teil Branchenstandard. Gibt es hier gerade Fragen? Ansonsten würde ich darauf verweisen, dass parallel das Slido läuft und ihr euch einfach im Hintergrund mit den dort aufpoppenden Fragen beschäftigen könnt und ich hier im Slide Deck weiterfahren würde. Wunderbar, dann kommen wir zum zweiten Teil, Siri SX bzw. VDV 736. Auf dieser Slide sieht man so ein bisschen, wie unser Profil für die Schweiz entstanden ist. Also wir haben ganz unten als Basis Siri SX, was der technische Standard vom Europäischen Komitee ist, also genormt der SEN-Standard, wie man es hier unten wunderbar sieht. Und aus diesem SX-Standard entstand die VDV 736 UMS, also Umgang mit Störmeldungen, die Schrift vom VDV, die dann schon aus eigentlich dem SEN-Standard die wichtigsten Elemente rausgenommen hat, die überflüssigen Elemente sich gespart hat und nicht beschrieben. Und aus diesem UMS-Standard haben wir in der Schweiz wirklich nochmal spezifische Erweiterungen vorgenommen für Anwendungsfälle, die es nur bei uns in der Schweiz gibt. Und auch nochmal ein, zwei Elemente einfach etwas anders als das in der 736 ist, umgesetzt. Und wir arbeiten, wenn wir von 736 sprechen, aktuell mit der Implementierung basierend auf unserem Profil Schweiz. Kurz die XSD-View, was ist denn oder was macht eigentlich das Profil Schweiz aus? Wenn wir das PT-Situation-Element hier in der Mitte sehen, dann arbeiten wir im Schweiz-Profil eigentlich nur im rechten Ast, also in diesem Publishing-Action-Ast. Der Ast Consequences, wie Matthias ihn vorher schon mal kurz angesprochen hat, wird aktuell noch nicht verwendet, sowie auch der Teil Effects. Also wir sind wirklich hier nur auf dem rechten Teil unterwegs, wenn es um unser Profil Schweiz geht. Hier ein kleiner Auszug, wie momentan der Teil Textual Content im Profil Schweiz aussieht, wie das denn wirklich in der XML-Struktur aussieht. Können Sie sich gern in den Slides im Detail angucken. Hier einfach nur zu illustrativen Zwecken, dass man ein bisschen ein Gefühl kriegt, über was wir eigentlich reden. Ein sehr wichtiges Thema, wenn es um Ereignisinformationen geht, ist das Thema Ereignisdauer, also die Validity Period, und das Thema Publikationszeitfenster, Publication Window in der SXA-Definition. Wenn wir von ungeplanten Ereignissen reden, also etwas, was ad hoc draußen passiert, dann sind Ereignisdauer und Publikationsfenster eigentlich immer identisch, weil es genau jetzt in dem Moment passiert. Der Disponent muss in der Leitstelle auf ein Ereignis draußen auf der Strecke reagieren. Wenn wir von geplanten Ereignissen sprechen, dann werden diese zwei Werte, also Ereignisdauer und Publikationszeitfenster, sehr interessant, weil sich Publikationszeitfenster eben vor, während oder sogar nach der eigentlichen Ereignisdauer befinden kann. Wird sehr spannend bei den Perspektiven Haltestelle, also wenn es um Informationen an Haltestellen, an Haltestellenanzeiger geht oder wirklich im Fahrzeug. Auf der Ebene General, also wenn wir über Routing, über Fahrplanauskunft reden, dann ist nur die Ereignisdauer relevant. Sie entscheidet nämlich, wann dem Kunden die Information angezeigt wird. Und die Information wird nur dargestellt, wenn eben die abgefragte Verbindung die Ereignisdauer tangiert. Ansonsten wird der Fahrgast nicht informiert, weil die Information für ihn nicht relevant ist oder auch sogar irreführend sein könnte, weil er Informationen zum Ereignis kriegt, die eigentlich seine Verbindung aktuell gar nicht tangieren. Und jetzt nochmal das Thema Publikationszeitfenster, wie vorher ganz kurz anteasert. Sehr interessant, wenn es denn eben um die Perspektiven Haltestelle, also Stoppoint und Fahrzeug geht. Hier hat man nämlich dann die Möglichkeit zu entscheiden, wann diese Information aus den Ausgabekanälen dargestellt wird. Also man kann sich hier praktisch vorstellen, man sitzt in seinem Bus, mit dem er jeden Morgen zum Bahnhof pendelt,
Und dort kriegt man dann auf den Bildschirm im Fahrzeug die Information, nächste Woche gibt es auf dieser Strecke einen Unterbruch. Man kann mit Verspätungen rechnen. Das heißt, bevor das Ereignis eintritt, wird eigentlich die Information schon im Fahrzeug publiziert und dem Fahrgast zur Verfügung gestellt. Und genau für solche Thematiken ist Publikationszeitfenster sehr relevant. Das Ganze kann man natürlich auch wieder sehen, wenn es um Fahrgastinformationen wirklich an Bahnhöfen geht, wo man dann schon im Vorhinein oder vor dem eigentlichen Ereignis Fahrgäste informieren kann und sie dann einfach schon in die Zukunft wissen, dass irgendwas ansteht. Für das haben wir hier das Publikationszeitfenster. Dann auch nochmal zwei Themen, die sehr wichtig sind, also diese Informationsraumaufteilung und die Aufteilung in Perspektive. Wenn wir von Ereignisinformationen reden, dann wird jede Kundeninformation, also alles, was an den Kunden rausgeht, hat einen Informationsraum, wo die Information hin muss, beziehungsweise was betroffen ist. Und dieser Informationsraum hat 1 bis 3 Perspektiven. Der Informationsraum wird vom Quellsystem beschrieben, ist einfach eine Auflistung von betroffenen Linien oder betroffenen Haltestellen oder betroffenen Fahrten und wird dann vom Empfangssystem ausgelesen, damit die Kundeninformation in die richtigen Ausgabekanäle kommt. Wir haben hier auch so ein schönes Beispiel. Informationsraum kann beispielsweise sein die VBL, also die Luzerner Linien 678 und dann eben eine bestimmte Haltestelle. Und zu diesem Informationsraum hat man auch noch die Möglichkeit der Perspektiven. Und die Perspektiven ermöglichen es, auf dem Kunden und seine Situation zugeschnittene Informationen zur Verfügung zu stellen. Heißt also, wenn wir von der Perspektive General ausgehen, kann beispielsweise eine Internetseite sein oder wie vorher die Auskunft auf der Fahrplatt-App. Hier brauche ich eine ganz andere Information zum gleichen Ereignis als vielleicht an der Haltestelle oder im Fahrzeug. Also man kann sich vorstellen, wenn man das Haus verlässt, dann guckt man seine Verbindung an. Und in dem Moment weiß man, okay, die eine Haltestelle wird heute nicht angefahren. Das heißt, wenn ich zu Hause die Verbindung scroll, weiß ich, okay, ich kann heute nicht an meine normale Haltestelle, sondern muss vielleicht eine Haltestelle später einsteigen, um in meinen Bus oder meine Tram zu kommen. Und an der Haltestelle ist aber die Information, heute wird die Haltestelle nicht bedient, bitte lauf zur nächsten Haltestelle relevant. Also so kann man sich vorstellen, über die Perspektiven kann man wirklich steuern, dass die Information perfekt auf den Kunden und wo er sie abruft, zugeschnitten ist. Und damit wären wir auch schon durch den Teil VDV 736 bzw. Siri SX. Und ich würde dann weitermachen mit unseren GTFS-Realtime-Implementierungen und dem spezifischen Fokus auf den neuen Service, Service Alerts. Hier eine kurze Übersicht, was momentan SKI an GTFS-Services anbietet. Also wir sehen hier oben links, momentan steht der Trip-Update-Service zur Verfügung, also Spondor sozusagen zu VDV 454, also Echtzeitinformationen. Und neu werden wir hier auch die Service Alerts zur Verfügung stellen. Was und wie und wann welcher Service zur Verfügung gestellt wird von SKI, das hat Matthias nachher noch auf seinen Slides und wird dort auch noch ein paar mehr Details liefern. Hier einfach nochmal der Fokus drauf bei dem Slide, dass eben jetzt zukünftig und neu auch die Service Alerts zur Verfügung stehen werden und oder wir sie zur Verfügung stellen. Und vielleicht noch als kleine Side-Note, der Trip-Update-Service, wie wir momentan verwenden, basiert auf der Google-Version 1.0, hier oben auch wunderbar einblendet. Und wen es brennend interessiert, wo wirklich der Unterschied ist zwischen GTFS Realtime 1.0 und 2.0, kann sich gern hier unter dem Link noch tiefer gehen damit auseinandersetzen. Grundsätzlich geht es einfach darum, dass in der Version 1.0 zu viele Elemente von Google als optional deklariert worden sind. Und damit war dann natürlich eine sehr große Diskrepanz, wer welche Elemente wirklich eingeliefert hat. Und mit der Version 2.0 sind einfach viel weniger Elemente optional. Und damit hat die Information und der Informationsinhalt sich schon eher standardisiert. Für Service Alerts bauen wir bereits auf Version 2.0 auf. Hier auch nochmal ein kurzer Übersichtsslide, jetzt wirklich spezifisch zu Service Alerts.
Damit möchte ich eigentlich rüberbringen, dass Service Alerts aktuell nicht die exakt gleichen Informationen oder auch Informationsmenge hat wie Siri SX. Wir arbeiten hier teilweise mit Mapping-Tabellen, um SX-Funktionalität auf das, was in Google aktuell zur Verfügung steht, zu mappen. Es kommen auch paar nochmal oder gleich nochmal ein paar Slides, wo wirklich die großen Unterschiede liegen zwischen Siri SX, wie es aktuell bei uns in der Schweiz implementiert ist, und wie wir GTFS Service Alerts zur Verfügung stellen werden. Wie üblich gibt es zu den Service Alerts dann auch nochmal eine Cookbook-Seite, die das alles im Detail erläutert und auch wie das Mapping erfolgt ist. Und wir bestellen schon auf övinfo.ch momentan die erste Version vom GTFS-Profil Schweiz zur Verfügung. Dort kann man sich auch nochmal sehr detailliert über die einzelnen GTFS-Services und die Implementierung bei uns im Schweizer Profil auseinandersetzen. Nochmal eine kurze Übersicht, wie denn momentan GTFS-Service-Alert-Meldungen aussehen. Sie sind recht übersichtlich hier mit den Hauptelementen auch nochmal gekennzeichnet und auch wichtig oben rechts. Das hier ist ein JSON-Ausschnitt der GTFS Service Alerts Lieferung. Zukünftig wollen wir eigentlich mit Protobuffer arbeiten, aber das hier ist natürlich für eine Präsentation und für die Lesbarkeit durch den Menschen sehr viel geeigneter. Wenn wir auf die Unterschiede eingehen zwischen Siri SX, wie wir es momentan implementiert haben, beziehungsweise die 736 und GTFS Service Alerts, ist einfach wichtig, dass man so die paar Punkte im Kopf hat, wenn man sich die Daten anguckt und sich vielleicht über irgendwas wundert. SX liefert momentan alle Ereignisse, die uns zur Verfügung stehen. Bei Service Alerts fehlen aktuell noch alle fahrtreferenzierten Ereignisse, also alle der Fahrtbezug wird einfach noch nicht hergestellt. In Service Alerts ist noch nicht möglich. Siri SX liefert auch aktuell alle drei Textlängen, wie sie vorgesehen sind, im Standard Kundeninformation, also Textlänge SML. Und GTFS Service Alerts hat sich hier momentan beschränkt auf die längste Version und ist auch nicht so sauber aufstrukturiert wie in SX, also die einzelnen Meldungselemente, sondern ein zusammengeklebter String basierend auf den Informationselementen aus SX. Ebenfalls kann SX den Informationsraum noch genauer beschreiben und Service Alerts kennt aktuell nur Haltestellen und Linien. Und SX liefert eben das Publication Window, was ich vorher schon erläutert habe, wo hier die Vorteile liefern. Der Publication Window ist aktuell in GTFS Service Alerts nicht verfügbar, ist aber eben, wie vorher schon erläutert, hauptsächlich relevant für Haltestellenanzeiger oder die Darstellung von Informationen in Fahrzeugen. Hier noch ein paar Inputs, wie der Informationsraum beschrieben ist in SX und wie er sich unterscheidet zu Service Alerts. Also hier ein Beispiel, wenn man Publikation aller Fahrten einer Linie, man hat hier die Linienref und hier rechts die Darstellung, wie sie es momentan in Service Alerts darstellt. Also genau der gleiche Informationsraum, einmal links in SX und einmal rechts in Service Alerts. Das sind hier jetzt ein paar Tabellenslides, empfiehlt sich auch, die im Nachhinein nochmal in Ruhe zu studieren und dann, falls es Fragen gibt, sich einfach nochmal an uns zu wenden. Hier ein Beispiel von einer Linie und nur eine Richtung, also eine Linie eingeschränkt auf eine Richtung. Wie sich es hier unterscheidet, wir haben hier die Direction ID 0 und hier die Direction Ref. Hier auch nochmal ein Beispiel mit einer Einschränkung von der Linie auf bestimmte Haltestellen einer Linie, wo hier in SX der Affected Stop Place Teil mit dazu kommt und in SA wird es hier auch noch mit implementiert, hier schön in Gelb hervorgehoben, aktuell noch in Umsetzung, also momentan können wir in Service Alerts oder wird in Service Alerts noch nicht bis auf Haltestelle Ebenen untergebrochen, wird aber zukünftig kommen. Und hier auch nochmal ein Beispiel, eine Einschränkung von der Linie in eine Richtung und bestimmte Haltestellen in nur eine Richtung, die betroffen sind durch den Informationsraum, beziehungsweise definiert im Informationsraum. Auch hier befindet sich die Haltestellenebene aktuell noch in der Umsetzung, unterscheidet sich also noch von der Implementierung in SX.
ein Beispiel noch, wie momentan die Haltestellen dargestellt werden, also wirklich nur Haltestellenebene ohne DIN-Referenz. Hier die Stop-Place Left und rechts das Pendant in den Service Alerts. Und abschließend auch nochmal ein Beispiel auf Fahrtebene, wie auch schon in der Übersicht ankündigt. Wir sind momentan mit GTFS Service Alerts noch nicht in der Lage, Informationsräume auf Fahrtebene zu beschreiben. Und damit bin ich mit dem Teil GTFS Real-Time Service Alerts durch. Auch nochmal kurz der Hinweis, dass jetzt wieder neue Slido-Fragen aufgeschalten werden. Und ich möchte ganz gerne kurz einhaken noch. Gerne, Christine. Genau, und zwar eben zu Slido. Ich habe schon die erste Rückmeldung für die folgende Abfrage. Und es gibt einfach jetzt also keine direkte Frage in Slido, weil eben da im Chat gerade noch die Frage aufkam. Aber für diejenigen, die vielleicht sich gemeldet haben, dass VDV 736 die Bedürfnisse jetzt nicht oder beziehungsweise gar nicht abdecke, kurz eine Rückmeldung uns gebe im Chat, woran es denn liegt. Und das Gleiche auch für das Thema GTFS-Alerts, dass wir da einfach noch ein paar Kenntnisse bekommen. Das wäre ganz hilfreich für uns. Oder vielleicht können wir das auch kurz diskutieren. Oder gern kurz zu Wort melden. Also wir haben Zeit dazu. Ja. Gut, sonst können wir jetzt auch noch weiterfahren und nachher nochmal in den Chat gucken, ob es was gibt und zum Ende diskutieren. Und ich würde an dich übergeben, Matthias. Ja, und dann gehen wir jetzt dazu über. Nächste Folie. Jawohl. Was wir wirklich anbieten aktuell. Du hast das zwar viele Punkte schon erwähnt. Ja, Swiss Line ID. Okay, ich sehe es. Swiss Line ID, weißt du das gerade, Martin? Entschuldigung, redest du vom Chat? Sonst ja, jetzt rede ich einfach, vom Chat. Wenn du es gerade ad hoc weißt, kannst du es gerne beantworten. Nein, ich weiß es nicht ad hoc. Wahrscheinlich muss ich es dann auch. Wie sieht die Roman bezüglich von Swiss Line ID aus? Kann ich leider auch nicht ad hoc beantworten. Müsste ich Rücksprache mit Moshe halten, was er hier geplant hat. Wir können die Info dann einfach hinterher per E-Mail zukommen lassen, kein Problem. Ja, und die zweite Frage, gibt es eine Doku, wie Siri SX mit GTFS-Daten verbinden kann? Es wird wieder ein Cookbook geben zu GTFS und es gibt eben auch die Realization Guide von GTFS. Basierend auf den Informationen kann man das dann ableiten, also wie man die zwei verbinden kann. Ja, aber was eigentlich generell gesagt werden muss, ist, dass eben die GTFS-Daten aktuell nicht sehr einfach ableitbar sind. Das ändert sich dann eben mit der Swiss Line ID, mit der Swiss Journey ID, ändert sich dann das, weil die Journey ID, gut, das hilft jetzt bei Essex nicht so viel, also von dem her ist eben, wann die Line ID kommt, ist entscheidend. Weil vorher, weil die Datenstruktur ist etwas anders und daher ist es schwierig, das direkt von GTFS zu den VDVs, HRDF-Siri-Varianten zu bauen. Aber wir können so beschreiben, was wann möglich ist. Nehmen wir dann sicher ins Cookbook auf. Definitiv. Die Umleitungen. Wäre jetzt ja mehr eine Trip-Update-Geschichte und die sind ein Problem. Also es ist schon die Idee, dass wir das mal machen, aber aktuell haben wir das noch nicht. Es ist ja, glaube ich, auch nicht ganz trivial von der Art, wie GTFS definiert ist. Aber da werden wir auch eine Antwort dazu im Nachgang noch liefern. Dann die Open Data VDV 736. Martin, vielleicht kannst du da etwas dazu sagen. Müsste eigentlich alles im Cookbook stehen, bei uns auf der Open Transport Data Plattform. Ja, posten wir schnell noch den Link. Ja. Ich kann während deinem Vortrag den Link raussuchen und dann gerade in den Chat stellen. Das macht doch. Okay.
Gut, dann fahren wir weiter mit dem nächsten Block sonst und einfach mache dann noch eine Antwort-Session. Sehr gut. Gut. Dann gehe ich zur nächsten Slide, Matthias. Ja, gerne. Diese Slide zeigt eigentlich, was es für Transportunternehmen gibt. Es gibt ja die Großen, die werden maschinelle Schnittstellen bauen zu der Datendrehscheibe und liefern dann VDV 736 ein, können das auch von dort beziehen. Das EMSSKI blau markiert hat zwei Rollen. Die erste Rolle ist, dass man dort auch Ereignisse erfassen kann, was namentlich für kleine Firmen dann spannend ist, wo eben tatsächlich es nicht rentiert, eine vollmaschinelle Schnittstelle zu bauen. Und andererseits das EMS auch dazu, eben die Systeme zu füttern, die dann für OGP und für GTFS relevant sind. Also es wird dort auch als Ladesystem für die Teile, für die Auslieferung dann verwendet. Der Datenstrom VDV 736 wird auch aus der Datendrehscheibe direkt geliefert für euch mit gewissen Eigenschaften. Also es ist, ihr könnt es 1 bis 2 Mal pro Minute könnt ihr das beziehen. Es gibt dort keine Filtermöglichkeiten in der Art, wie es direkt bezogen werden kann. Transportunternehmen haben dort mehr Möglichkeiten. Gehen wir zur nächsten Folie. Mal. Eben der Datenbezug geht eben über einen Datensatz bei uns, den könnt ihr direkt anfragen, dann kriegt ihr den gesamten Datenstrom 1:1, einfach alles, also ist je nach Wetterlage unterschiedlich groß, aber von dem her sollte kein Problem sein, also wenn man bedenkt, dass wir dann vorhaben, Siri PT als A-Block herunterladbar bereitzustellen, das wird dann etwas mehr Information sein. Und eben das Cookbook, die Cookbook-Seite ist dort auch erwähnt. Dort ist beschrieben, was man damit machen kann. Nächste Folie. Wir haben wirklich eben Request-Response, währenddem wir für die Transportunternehmen Abonnementsverfahren ist, wie wir es von VDV her kennen. Alle 30 Sekunden werden die Daten aktualisiert. Ihr könnt sie eben von dort beziehen. Und das ist einfach ein einfaches Get. Also in der Umsetzung sollte es überhaupt kein Problem geben, das zu beziehen. Dann in der Verarbeitung vielleicht schon etwas mehr. Wir haben darum auch, wie wir das ja häufig machen, Showcase-Anwendungen gemacht. In der nächsten Folie seht ihr zwei mit den Links drin. Ihr habt ja die Folien, dann könnt ihr dort selber mal drauf gehen, wo einfach im ersten Fall, nächste Folie bitte, ist es von Vasile Kotovanu eine erstellte Version, die eigentlich das textuell darstellt, wo man gewisse Sachen filtern kann. Ist es einfach ein Proof of Concept, mehr von der textuellen. Dann auf der nächsten Folie ist ein weiteres Beispiel, wo Studenten eine Arbeit gemacht haben, wo sie die Siri Essex-Daten verwenden, um eine Karte zu erstellen, wo die Störungen sind. Auch ein weiteres Beispiel. Das ist sozusagen ein bisschen das, was man vom Him her kennt, mal dargestellt. Auch da ist der Link drin und die Demo. Es dauert jeweils eine Weile, bis er es initial aufgebaut hat, aber dann ist es okay. Nächste Folie. Es gibt auch eine Visualisierung, oder ist geplant, dass wir das ist in OpenStreetMap so funktioniert. Da gibt es eine Diskussion, wo eben dann eine Übergangsreferenz drin sein soll. Da kenne ich den genauen Stand nicht. Weißt du da noch etwas mehr, Martin? Leider auch zum Stand nicht weitergehen. Okay. Dass man auch dort eine Visualisierung hat.
Also das ist ja auch generell von der Arbeitsmethodik her. Wir stellen Daten bereit und auch Werkzeuge, so initiale Proof of Concept, dass man auch etwas damit machen kann. Gut, jetzt auf der nächsten Folie. Wie Martin ja angetönt hat, sind wir bei den Service Alerts noch nicht ganz fertig. Es gibt noch ein paar Umsetzungsfragen. Wir haben auch noch bei den Tests noch ein, zwei Punkte, die wir noch bugfixen müssen. Also wir finden den Bug und Mens muss es dann bugfixen. Namentlich hatten wir ein Problem, dass gewisse Ereignisse ein bisschen zu lange da bleiben. Aber da sind wir dran. Und wie erwähnt, wir werden das auf GTFS RT Version 2 aufsetzen. Die Aussprache eben mehrsprachige Langtexte, Headertext, entsprechend Summary, ist ja schon alles erwähnt. Wenn jemand einen Testdatensatz möchte, wie das dann aussieht, damit er etwas probieren kann oder Feedback geben kann, dann kann er sich einfach bei uns melden unter opendata@sbb.ch. Das ist ja auch ein Teil, dass wir das möglichst früh zeigen, auch aus der Werkstatt, und dass wir dann noch optimieren können. Nächste Folie. Was auch ist, dass tendenziell werden wir auch bei den fahrtorientierten Formaten, also GTFS, Real-Time Trip Updates und Siri ET, in Zukunft dann vielleicht etwas mehr Störungsinformation haben. Aktuell ist das ja ein einfacher Störungsgrund. Aber auch dieses Thema wird in Zukunft vermehrt adressiert werden. Technisch ist es möglich, in Siri Essex über Fahrten etwas zu sagen. Andererseits ist dann die Frage, ob es nicht besser ist, fahrtbezogene Änderungen und Informationen eben über die Dienste, die Fahrten ausliefern, auszuliefern. Auch da, wenn ihr Ideen, Inputs habt, dann sind wir froh zu wissen, was ihr als Abnehmer oder Einlieferanten wirklich machen möchtet. Aber aktuell sind dort, in nächster Zeit kommen nicht unendliche Änderungen wegen Störungen, vielleicht wegen anderen Sachen. Gut, dann nächste Folie, Open Journey Planner. Ist auch in Arbeit, es ist auch im Test bereits, war etwas suboptimal, weil Siri Essex VDV 736 basiert auf den neuen Siri Störungsinformationselementen und OGP 1.0, das wir heute im Einsatz haben, basiert noch auf einem alten Siri-Modell, wo gerade der Teil Publishing Action, auf dem ja das ganze 736 aufsetzt, nicht richtig drin ist. Daher musste bei der Umsetzung ein bisschen gebastelt werden. Wir unterstützen es auf den Trip-Requests, also den Routenabfragen und den Abfahrts- und Ankunftsmonitoren. Mit OGP 2.0, das wir im Moment gerade am Aufbauen sind, also dass die Entwicklung läuft, und wir werden da grosso modo PI 19 dann fertig sein. Wir haben schon vorher etwas, das funktionieren wird. Also fertig meinen wir dann wirklich abgeschlossen fertig. Und dort ist VDV 736 dann voll unterstützt, insofern, dass die Störungsdarstellung in OGP identisch ist mit derjenigen, wie sie in Siri ist. Also wir haben dort das neue Siri eingebunden. Auch dort, wenn es jemand interessiert und er zugreifen möchte auf das, was wir am Bauen sind, dann einfach auch hier wieder per E-Mail melden. Es handelt sich dann halt um Test- und Integrationsumgebungen mit den üblichen Randbedingungen, dass es kann halt plötzlich ein Update geben, plötzlich sind andere Daten da, plötzlich ist es mal für ein Tag, zwei Tage nicht da. Das wäre zum Open Journey Planner. Jetzt würde ich sonst noch zu der Gesamtroadmap übergehen, also bei dem, was da gesagt wurde und auf was wir gedenken, wirklich zu machen. Das wären zwei weitere Folien nach vorne. Also im Siri Essex ist produktiv.
Serie RT Service Alerts wollen wir im Mai produktiv gehen, Dito, mit den OGP 1.0 Störungen. Die OGP 2.0 Störungen, die kommen. Unser Problem ist, dass wir bei 2.0 wirklich sehr iterativ vorgehen und die Priorisierung zum Teil an Bedürfnissen von Abnehmern abhängig ist. Und wenn die finden, dass etwas anderes im Moment wichtiger ist als die Störungsinformation, dann kommt halt zuerst das andere. Aber auch dort, wenn sich jemand wirklich dafür interessiert, da darf er auch mitdiskutieren kommen. Die Siri Estimated Timetable, das wäre dann das Bandat zum VDV 454 aus, die wollen wir auch bereitstellen, analog zu Siri Essex, also wirklich ein GET-Request und dann kommt eine riesen Datenlawine. Das sehen wir für PI 19 vor. Wir haben dort noch ein bisschen Handling-Probleme, dass es eben wirklich sauber durchrutscht, weil es ist dann halt wirklich alles, was in den nächsten Stunden passiert und auch, dass es verarbeitet werden kann. Die erste Version von Swiss Journey ID bei Siri S6 ist anscheinend 1. Februar aus VIA. Und eben die, wir haben, wie schon erwähnt, im Endeffekt 150 plus 10 Transportunternehmen drin. Wie das weitergeht, werden wir dann sehen, wenn Sie sich melden. Martin, hast du noch etwas zur Roadmap sonst? Nein, von meiner Seite passt es. Danke dir, Matthias. Wir haben noch eine Frage sonst im Chat. Ja. Ja, die Frage von Stefan Puckmann. Es werden beide Schnittstellen bleiben. Der Grund ist die sehr unterschiedliche Art und Weise, wie abgefragt wird. Oder mit Open Journey Planner ist wirklich mehr Einzelabfragen, das heißt im Sinne, ich möchte einen Abfahrtsanzeiger für Winterthur oder einen Ankunftsanzeiger für Lausanne oder ich möchte diese Fahrten. Das heißt, ich muss jedes einzelne Ding abfragen, während Siri Estimate Timetable ja wirklich den ganzen Systemzustand für das ganze Zeitfenster Echtzeit liefert. Also in dem Sinne, wie es mehr bei den GTFS Trip Updates ist. Bei GTFS Trip Updates kommt ja auch das Delta über, also alles, was anders ist als im Fahrplan, über das Zeitfenster minus 30 Minuten bis plus 3 Stunden. Und genau dasselbe kommt auch in Siri ET direkt, während das eine halt GTFS RT, GTFS Static Universum ist das andere dann halt vielleicht mehr zu verwenden, wenn man auf HRDF oder NetX abstellt als Basisinformation. Das ist wirklich ein Echtzeitdatenstrom und der Einfachheit halber für uns ist einfach ungefiltert. Und weil das eben alle 30 Sekunden erzeugt wird, ist es ja auch so, die erste Abfrage nach der neuen Erzeugung, die bekommt die Daten von der Datendrehscheibe und während der restlichen 29 Sekunden bekommt das aus dem Cache. Also da gibt es keine Änderungen mehr. Das heißt, von dem her, je nachdem, was man machen will, muss man das schon schauen. Also zum Beispiel, wenn man ja heute Abnehmer ist bei KUS direkt, dann kriegt man die Daten schneller. Also es gibt da einen Time-Lag von schon nur auf unserer Seite von bis zu 30 Sekunden. Also und das ist dann nur die SKI Plus Seite de facto von der DTIP. Bis zum Endkunden, da muss es ja noch durch KUS und von den TU gemeldet werden. Das heißt, es kann bei der Kette, wie sie jetzt aufgebaut ist, durchaus bis zu einer Minute Verspätung kommen, bis man die Echtzeitinformation haus ist. Also nicht mehr ganz Echtzeit für die allermeisten Anwendungen sollte das aber nach wie vor reichen, denken wir. Und wenn nicht, wenn ihr Anforderungen oder Use Cases habt, die etwas anderen verlangen, dann sind wir auch sehr interessiert, das zu hören.
Ja, damit wäre ich mit der Folie durch und übergebe an Christine, nehme ich an. Ganz genau. Dankeschön. Zunächst vielleicht nochmal in die Runde. Wir wären jetzt soweit mit den Folien ja durch. Ich würde gleich die Ergebnisse noch vorstellen aus der Umfrage. Nochmal die Frage jetzt vorab. Gibt es aktuell noch Fragen von euch direkt, die wir jetzt an der Stelle noch klären können, bevor ich jetzt sozusagen die Ergebnisse vorstelle? Ich hätte noch eine Frage. Und zwar, einige Störungen sind ja, vor allem die geplanten Störungen sind ja schon immer im, also ich stelle mich erstmal vor, Entschuldigung, ich arbeite für CityMapper, eine Public Transport App. Wir sind auch in der Schweiz, obwohl wir da nicht besonders viele User haben, aber trotzdem nehme ich gerne an diesem Meeting teil, weil ich es sehr interessant finde. Eine Frage ist, was wir an vielen Orten, vor allem je besser die Daten sind, desto größer wird dieses Problem. Und zwar, wenn geplante Störungen bereits im GTFS Static vorhanden sind und dann sozusagen im GTFS HT oder in einem Störungsfeed dupliziert werden, weil sie nämlich natürlich für den Kunden interessant sind. Für uns wird das manchmal zu einem lustigen Problem, weil zum Beispiel, wenn es eine Umleitung gibt, dann kommt die Störungsmeldung dazu und dann schließen wir sozusagen mit dieser Störungsmeldung den bereits korrekt umgeleiteten Bus, weil er im GTFS schon umgeleitet wurde. Und dann sozusagen haben wir manchmal Probleme mit diesen verdoppelten Messages. Und ich wollte fragen, ob es vielleicht irgendeine Möglichkeit gibt, in einer Störungsmeldung irgendwie schon anzuzeigen, ob diese bereits in den Fahrplandaten enthalten ist. Martin, kannst du etwas dazu sagen? Nein, ja. So also, direkt nicht. Also meine Hypothese ist, das ist schon abgeglichen, aber das müssten wir prüfen. Wir nehmen es mit und schicken die Antwort auch. Vielen Dank. Ja. Gibt es weitere Fragen? Vielleicht kommt es dann, wenn ich gleich nochmal die Umfrageergebnisse vorstelle. Ich teile mal den Bildschirm hierzu. Genau, ich gehe einfach mal ganz kurz durch. Und zwar, wir haben damit gestartet. Wie sieht es, steht es um das Vorwissen im Bereich Ereignisinformationen? Ist es relativ gut da, wie man es eben sieht? Vielleicht auch noch Frage an diejenigen, bei denen das Vorwissen noch nicht sehr groß ist. Gibt es vielleicht noch Möglichkeiten, wie wir das nochmal ändern können? Was können wir vielleicht noch bereitstellen? Da gerne auch nochmal an uns schreibe oder wenn irgendwas wäre, darf man sich natürlich jederzeit sehr gerne bei uns melden. Dann zum nächsten Slide einfach. Welche Erwartungen waren da? Viele sagen, einen Überblick zu erhalten, einfach so generell. VDV 736 wurde gerne genannt, Open Data, mehr über Ereignisinformationen erfahren. Ja, wir hoffen, das konnten wir heute alles irgendwo mit abdecken. Das größte Interesse im Thema, welche Informationen interessant sind für im Bereich der Störungsinformationen, bei Ereignisinformationen ist das die Info an der Haltestelle. Das nehmen wir sehr gerne mit auf. Und auch welcher Dienst wird hauptsächlich gebraucht? Das ist wohl heute von 15 Teilnehmern, die daran teilgenommen haben, dann VDV 736. Genau. Die Teilnahme ist ein bisschen begrenzter geworden. Bei der dritten Umfrage deckt eben VDV 736 die Bedürfnisse soweit ab. 9 haben dafür gestimmt, dass im Großen und Ganzen alles okay ist. Vielleicht da nochmal die Frage in die Runde. Was wäre denn der Wunsch, wo wir noch ein bisschen mehr nachkommen sollten? Vielleicht kann der ein oder andere ja der auch noch mal kurz Rückmeldung geben. Und eben das Gleiche auch bei dem Thema GTFS Alerts. Auch da nicht die 100% und da würde uns natürlich interessieren,
was ist noch der letzte Punkt, der da vielleicht fehlt? Genau. Auch von uns die Frage, seht ihr einen Bedarf an maschinell verarbeitbaren Informationen? Wenn ja, welche? Hier kommt nochmal speziell auch nochmal der Hinweis, wir planen an folgenden Kanälen automatisiert zu werden. Eben CV-Mapper haben wir gerade ja schon gehört. Hilft uns maschinell verarbeitbare Informationen, um Störungen herum Routing anzubieten. Genau. Automatisierte Auswertung. Wenn ich da ganz kurz etwas sagen darf, noch zu OGP 2.0, zu Störungen. Beim Routing ist es ja, wenn man nicht aufpasst, so, dass man verarbeitet Störungen und Echtzeit, namentlich Ausfälle. Und dann wird einfach, wenn man neu routet, dann ist es völlig okay, dann wird halt das nicht mehr angezeigt, weil es nicht fährt. Wenn man das Pech hat, in diesem Zug zu sein oder schon die Reisekette gestartet hat, dann ist es nicht hilfreich. Also was wir dort neu machen werden, ist, dass es ein Flag gibt, erklärende Echtzeit, wo es einfach noch dargestellt wird, aber einfach mit Ausfällen. So am Rande. Wieder zu dir. Alles klar, gerne. Genau, das waren auch soweit schon die Umfrageergebnisse. Also wir sind jetzt noch eine Weile kurz da. Wer noch Fragen hat, gerne in den Chat. Und ansonsten wären wir natürlich sehr, sehr dankbar, wenn ihr uns noch kurzes Feedback einfach gibt zu unserem heutigen Meetup. Wir versuchen natürlich auch jedes Mal dazu zu lernen. Da wäre das klasse, wenn wir da von euch einfach eine kurze Rückmeldung auch bekommen. Und auch noch ein kleiner Veranstaltungshinweis an der Stelle. Das nächste Meetup wird am 13. Mai stattfinden zum Thema OGP 2.0, Blick in die Werkstatt. Also einfach jetzt schon mal save the date. Schicken wir aber auch nochmal Meldungen dazu. Genau, das wäre es erstmal von unserer Seite. Gut, und ganz allgemein, also vielen herzlichen Dank für die Teilnahme und ganz allgemein, wenn ihr Inputs, Feedback, Wünsche, Anforderungen habt, ihr könnt euch jederzeit natürlich auch bei uns melden. Wir sind immer froh um jegliche Rückmeldungen von den Usern, von den Datenabnehmern. Auch ihr erreicht uns immer auch bei opendata.sbb.ch. Und ansonsten würde ich sagen, können wir hier schließen, wenn keine Fragen mehr sind. Dann wünsche ich allen einen guten Appetit und guten Start in die Woche. Herzlichen Dank.